Moin moin und willkommen zurück zur zweiten Folge von Space Engineers. Mein Name ist Robert und ich begrüße euch hier zusammen mit den anderen Space Engineers, mit denen wir unterwegs sind. Und zwar ist das der Harry. Hallo Harry. Hallo. Grüß dich. Und der Phil von Cytangev. Moin zusammen. Hi. Und dann haben wir noch den Puma von Cytangev. Hallöle, auch wieder dabei. Und schlussendlich auch noch irgendwo unseren Vollverrückten vom Dienst, unseren Architekten himself, den Gynub. Meteorschauer trifft ein, Meteorschauer trifft ein, Mann, ihr Bagaluten, schnell los! Okay, genug gealbert, Zeit gut. Zum Arbeiten. Genau, ich will nur, dass wir arbeiten. Ja, schnell machen. Arbeit. Was haben wir denn gemacht seit dem Ende der ersten Folge? Ich habe gehört, wir haben ziemlich viel Eisenerz abgebaut, oder? Wir haben ein bisschen Eisenerz gesammelt, ja. Guck mal in die Raffinerie rein. Genau, das wird hier umgewandelt in so Eisenbarren quasi, richtig? Richtig. Und daraus können wir dann bauen wir da schon was draus oder so? Ja, Stahlplatten, ne? Stahlplatten, genau, damit die ganzen Blöcke hier mal. Achso, also quasi ist heute der große Schweißentag. Wir schweißen das alles zusammen. Ja. Hm. Guck dir das geht, glaube ich, ganz schnell, oder? Ja. Wir brauchen schon Platten. Ne? Guck dir mal an, wie viele Platten hier, wie viele Blöcke hier schon sind. Ja, wir haben noch Harry dabei, den alten Profischweißer. Der macht 10-mal so viele Blöcke wie wir. Jo. In der Hälfte der Zeit. Erinnert euch, in der ersten Folge hatte ich ja erwähnt, dass wir ja schon auf dem Server auf einer anderen Map halt schon mal das Spiel ein bisschen erlernt haben. Und da haben wir halt auf einer Station, die wir gebaut haben, pro Tag locker mal unsere 80.000 bis 90.000 Stahlplatten verbraten. Ja, das sind schon ein paar. Easy, ne? Easy, läuft bei uns. Das war eigentlich nur zu dritt, haben die verbraten. Mhm. Ich habe mal so eine Frage. Hat das einen Grund? Das ist hier in diesem Raum, den wir in der letzten Folge gebuddelt hatten, ne? Dass da ein Stück von der Mauer fehlt? Oder ist das nur ein Versehen? Nee, ich weiß auch ganz genau, was du meinst. Da hatte ich mir nämlich gedacht, ich komme auch mal kurz dran. Ja. Vorausgesetzt, ich knall hier nicht irgendwo gegen. Hilfe! Meteorschauer trifft ein! Standbild! Geht weiter. Da habe ich mir gedacht, da kann man ja wunderschön nachher anknüpfen. Standbild! Es geht weiter. Was? Dass man da anknüpfen kann und irgendwo rauskommt. Standbild! Was ist mit dir los? Ich bin so. Stimmt mit dir nicht. Alles klar. Ich habe gerade einige Stammbilder, tatsächlich. Ich weiß gar nicht warum. Okay. Also harte Stammbilder. Ich weiß das nicht. Ich mach mal das hier alles. So. Leuchte das mal an. Genau. Dass man da halt. Oh, das sieht aus der Position auch ein bisschen geil aus. So ein bisschen Horror-Game-Flair hat das. Also, du wirst ja quasi so einen Gang machen, oder was? Ja, dass man da vielleicht auch noch irgendwo langkommt oder wie auch immer. Aber dafür erst halt später. Noch nicht jetzt. Alles klar, dann mach ich das mal nicht zu. Nee, bitte nicht. Aber du darfst das schmeißen. Ja, ich bin also dabei. Auch falls ihr die Rollenverteilung noch nicht mitbekommen habt, ne? Also die Zytan-Jungs und Kynub sind quasi die ganze Zeit am Schnacken und gucken sich irgendwas an und Harry und ich arbeiten. Das ist so. Und die haben wir vorher so abgestimmt. Gesellschaft. Alpha-Tier! Achso, fällt mir gerade ein, wo wir gerade bei Rollenverteilung sind, das haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Denn wir nehmen zu dritt auf. Das heißt, ihr könnt das ganze Geschehen hier quasi aus drei verschiedenen Perspektiven sehen. Und zwar habt ihr dann in der Kanalbeschreibung jeweils die verschiedenen Kanäle. Bei mir sind es dann halt jetzt Wintermancer und Kynub in der Beschreibung. Bei Wintermancer sind natürlich wir bei der Beschreibung. Bei Kynub ist Wintermancer. Ja, ich würde behaupten, das ist logisch. Das ist, glaube ich, Menschenverständnis, aber man zweifelt ja manchmal so. Also wer wirklich sehen will, was fachlich und kompetent ist, das sind die Sachen... Ja, ist okay. Dass ihr die Sachen, die ihr bei Wintermancer gucken könnt, wenn ihr diese ganzen Hiwi-Arbeiten sehen wollt, dann auf jeden Fall beim Zytan einschalten. Hiwi. Der sieht dann wahrscheinlich auch, wie der Puma regelmäßig kapeistert. Und wenn ihr einfach Spaß haben wollt, dann guckt ihr bei mir. Alles klar, wisst ihr Bescheid. Nein, ich bin ja der Einzige, der hier wirklich plant und arbeitet. Ja, ist okay. Haben wir verstanden. Also ich wollte noch erwähnen, wenn ihr sehen wollt, wie es gut funktioniert, dann müsst ihr mal fragen, ob der Harry irgendwann mal selber Aufnahmen macht. Oh, da gab's doch schon mal hat so aber so jemand gerade seinen netten Tag. Gab's doch schon mal irgendwas. Ich bin hier nur für Plattenschweißen zuständig. So. Und für technisches Knopfhoff. Knopfhoff? Ah, nee, Know-how nennt man das, ne? Knopfhoff. Knopfhoff. Ich glaube, die meisten, die unsere Sendung sehen, wissen nicht mehr, was Knopfhoff ist. Na, das ist immer so eine Frage vom Alter halt, ne? Knopfhoff, Rienfarbe, Bunt. Und Bund. Ja. Ja.
Das sind so Sachen. Das ist, glaube ich, so eine alte DDR-Sendung, so mit russischer Produktion noch. Ja, ja. Ich meine, ich bin, Gott sei Dank war ich nie in, da, also bin ich da nicht aufgewachsen. Ich hatte eine richtige Kindheit. In DDR-Rien. In DDR-Rien, genau. Oh, gleich erstmal 1000 Dislikes bei mir. Also, ich muss auch sagen, ne? Das heißt, die, da die Dislikes drauf. Genau. Was? Das, wenn, dann kannst du das auch direkt mit mir klären, Zütern. Ich kann dann die ostdeutsche Fraktion vertreten. Aha, aus der eigenen Basis, ja. Genau, ich mache mir dann meinen eigenen kleinen Stein, der ein Teil von deinem Stein ist. Genau, das Wichtigste ist, dass ich erstmal ein paar Platten mitnehme, um eine dicke Mauer zu bauen. Ja. Aber nimmst du die gepanzerten Blöcke, ne? Weil das ist wichtig. Ja. Ganz kurz, versucht mal bitte bei den Schrägen, die da runtergehen, die 3, also 3x3 oder 3x4, keine Ahnung, auch die Rückseiten bitte zu schweißen. Warte, wo ist Schräge? Ganz unten quasi, da wo es Richtung Keller geht. Ach so, die. Ich weiß, oben und unten ist sowieso im Weltall sehr schwierig, denn das gibt es ja gar nicht. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Aber da bin ich eh nicht dran. Da ist irgendwie anders gerade im Schweißen. Also darauf achten bitte, dass auch die Rückseite davon gemacht wird. Meinst du, die muss stabil sein, ja? Oder warum? Ja, es kann gut sein, weil wenn wir da tatsächlich anfangen, mit irgendwelchen Geschichten mal drüber lang zu fahren, dass da wirklich mal was zerbeult vielleicht und... Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Ja, hey, Tiefer ist... Es muss Zytern sicher sein, mit der mit dem Schiff irgendwo so gegen Donald. Ja, ist okay. Ja, Motzköppe. Komm, ich mach hier fleißig meine Sachen, ja? Jetzt Motz hier nicht... Haut mich hier nicht voll. Haut mich hier nicht voll. Ich tue Dinge. Solange ich Dinge tue, kann ich nichts kaputt machen. Das ist sowas wie Sachen machen, oder? Dinge tun? Ja. Kommt mir bekannt vor. Harry, was machst du denn Schönes gerade? Ich bin leer. Verbesserst unsere Raffinerie. Oh. Verbesserst unsere Raffinerie? Technik, Mann. Aber wir haben keinen Schalter mehr. Da kommt ein paar Effektivitätsmodule rein. Ah, kannst du das mal erklären? Weil da hatten wir quasi auch auf dem Testserver rein, theoretisch hatten wir da die gerade erst entdeckt, aber noch nicht einmal gebaut. Ich kann. Und ich habe ehrlich gesagt immer noch keine Ahnung, was die machen. Es gibt drei unterschiedliche Module. Es sind einmal das Produktivitätsmodul, das Effektivitätsmodul und das Stromsparmodul. Oh. Bei dem Produktivitätsmodul hat man eine erhöhte Produktivität. Die Sachen da drin werden schneller durchraffineriert. Mhm. Beim Effektivitätsmodul bekommt man mehr aus einem bisschen, also aus einem Rohr raus. Bei dem Stromsparmodul ist natürlich klar, verbraucht das Teil weniger Strom. Sehr schön, muss ich auch noch nicht. Cool. Ja, und ich finde eigentlich, die effektivsten sind wirklich die Effektivitätsmodule. Also man hat hinten 8 Slots an dieser Raffinerie, an die man die Sachen dranpacken kann. Und ein Teil ist immer, also das braucht immer 2 Slots. Also man kann 4 von diesen Modulen anschließen. Achso, das sind die Gerüste, die du gerade hast, ja? Genau. Ja, okay. Und ich finde es eigentlich am effektivsten, wirklich die Effektivitätsmodule rauszupacken, weil wenn du alle 4 Dinger mit Effektivitätsmodulen versorgst, bekommst du am Ende doppelt so viel Erz raus. Also ich bin quasi der, der die Plattform aufbaut und irgendwie Scheiße macht und dazu Harry sagt, mach mal, mach, dass es gut ist. Großartig. Nee, aber Harry hat auch gar keine Zeit zum Aufnehmen, weil wir schicken ihn zwischendurch halt immer los, Alter, google danach, wenn wir es nicht checken. Ist ja nun mal so. Ja. Sehr gut. Einzige Einschränkung, die es natürlich gibt bei den Effektivitätsmodulen, man bekommt nie mehr Barren raus, als das, was man an Erz reingepackt hat. Das heißt, wenn man 1 Kilogramm an Erzen reingepackt hat, bekommt man auch nur maximal 1 Kilogramm an Barren raus. Das ist zum Beispiel, aber es kommt nicht bei vielen Erzen vor, das ist zum Beispiel bei Eisen so. Normalerweise bekommt man aus also von einem Kilo Eisenerz zum Beispiel nur 700 Gramm einen Barren raus, also immer 70% davon. Und das kann nur maximal dann auf 100% hochgehen. Okay. Und nicht auf 140%. Man kann leider das nicht dann irgendwie auf wundersame Weise verdoppeln. Okay. So, Andi, was ist denn dein Plan? Wie geht's denn hier weiter? Du hast hier eine Rampe nach unten gebaut. Was ja, stellst du dir Plan vor? Ja, mein Plan wäre, dass ich nochmal wieder ein paar Leute habe, die hier bitte ein bisschen mal abbauen könnten. Und zwar dieser Stein, der hier davor und darum ist. Auf der Ebene, wo jetzt der letzte Block ist. Mhm. Ich bin fett geworden in der kurzen Zeit, in der ich hier geschweißt habe. Aber also ist nach klar, unten Loch dran oder was? Nicht direkt nach unten, sondern quasi auf der Ebene, wo der eine Stein quasi schon ist. Ist aber klar, dass es ziemlich steil ist, ne? Warte, ich. Wie? Ja, natürlich.
Kann man aber laufen. Das sind erstmal nur Sachen, um uns zu bewegen, aber da kommt später dann vielleicht auch noch andere Rampen. Wie gesagt, das ist jetzt auch alles nur pro forma, so ein bisschen zweckmäßig und schön. Vielleicht ein bisschen eitel. Vielleicht passt das sogar später, genau, dass man von unten dann diese vernünftigen Rampen, die halt zwei lang sind und nur eins hochgehen, dass man genau hier oben wieder auskommt. Wenn du, wo ich meine, hier oben quasi, wo unsere erste Plattform anfängt. Müsste eigentlich ungefähr passen, glaube ich. Ich glaube, es könnte ungefähr. Ich weiß, was du meinst, aber da muss man halt mal gucken. Ja, ja, aber es könnte. Aber hier kann man halt auf jeden Fall laufen, das ist es eben. Ne? Hier kann man ohne Probleme laufen. Ah, ich glaube, man kommt einen Block höher aus als jetzt gerade. Aber das müssen wir mal schauen dann. Das ist ja noch in weiter Zukunft. Das ist ja auch so noch Ja, das wird auch sowieso noch. Da werden andere Rampen dann noch kommen. Ja, ja. Oder welche, die auch ein bisschen angenehmer sind zum Laufen. Und ja, die haben ja eigentlich kein Gewicht. Ich habe übrigens, ein kleiner Stream hier und so noch unser Discord, dann habe ich kaputt eingesammelt. Ja, sehr gut. Das wäre erstmal, was ich von Seite merke, dass es dabei so Uran ausgeht. Das ist ja scheiße. Ja, guck mal, später haben wir dann Baum und dann schöne Solarpanels irgendwo außen ran und so. Das ist schon cool alles. Ja, hier hinten müssen wir noch ein bisschen tiefer bauen, ich komme hier noch nicht ran. Noch tiefer? Ah, wir schieben nicht. Schiebt mir doch nicht, du. Ja, so, dass der andere da halt reinkommt. So ungefähr. Weiß ich noch nicht. Das kann ich noch nicht sagen, weil ich gerade nicht gucke. So, weil ich hier halt bis jetzt gerne habe. Du sollst aber gucken. Okay. Mami, guck mal. Oh mein Gott, ich kenne den Baum schon. So, okay. Sieht gar nicht mal schlecht aus. Ja, das... Ja, warte mal. Lass mich mal gucken, ob ich das Ding heransetzen kann. Ja. Kommst du auch bis zum Ende durch? Geht das schon, oder... Wo muss ich noch? Also wenn dann hier die Ecke, aber theoretisch müsste man es schon setzen können. Ich glaube auch. Genau, und das ist glaube ich erstmal cool so. Ich glaube, bis hier reicht das auch wirklich, dass wir uns hier bis hier erstmal ausbauen. Na gut, dann mache ich aber die Kombi-Ecke noch weg. Ja, so. Damit. Na, okay, warte, das geht die ganze Zeit da hinten schräg. Ja, also. Also die Höhe, aber nicht quasi jetzt. Ach Mann, eine andere Achse nicht wegnehmen. Dann mach doch hier so ein Diagonales dran. Ja, hab ich gleich noch vor. Okay, aber erstmal müssen wir hier den Stuff dafür erstmal auf Höhe bringen. Okay. Das wird schick. Wie meinst du das jetzt? Willst du die eine Reihe auch noch machen oder was? Also quasi die. Wenn du jetzt hier drauf stehst. Ja. Ja? Dann möchte ich quasi in diese Richtung, in die ich jetzt gucke, möchte ich noch weiter bauen und in diese Richtung. Also, dass du quasi eine Drehkreuzung hast. Wollen wir das hier nicht mit Dreiecksblöcken abschließen, aber die nach oben gerade sind, nach unten schräg? Machen wir nachher noch. Machen wir noch. Das sieht sonst so Grundgerüst. Unzufriedenstellend aus. Hier oben gemacht. So, und zwar dann bis... Lass mich mal gucken... Ja, erstmal so bis... Ich baue hier jetzt mal ein Loch und hoffe, dass das funktioniert, so wie ich mir das gedacht habe. Also ich baue jetzt quasi einen kleinen Tunnel so als Abschluss. Oh, war ja bis da hinten. Ja, jetzt hier nicht faul werden. Das ist aber viel. Das nennt sich Arbeitsverweigerung. Guck dir mal an, wie viel das ist. Das mache ich doch nicht. Du bist nicht in der Gewerkschaft. Ach, Mann. Vergiss es. Was will er denn? Zitan, sollen wir bis zu ihm da hinten weg heimann oder was? Ja. Alles klar. Na, dann helfe ich dir mal ein bisschen was. Das ist Sklaverei, ist das. Willkommen in meinem Let's Play. Ich bin schon ein bisschen tief, oder? Ja, komm, zu zweit geht's ja. Jo, guck mal, ich arbeite hier mit. So, ich hab den zweiten Assembler angeschlossen, der funktioniert auch. Da lasse ich jetzt mal ein paar Herrschungskomponenten schon mal jagen, weil wie wir schon gelernt haben, wir brauchen davon Tausende. Ja, man braucht eigentlich von allen Tausend. Also die Herrschungskomponenten, die werden gegenüber den anderen Sachen von sehr hohem Abstand am langsamsten produziert. Mhm. Also man sieht das ja in der einen von den Aufnahmen, was man zeigt. Montageplatten, die rattern da einfach durch und so eine Herrschungskomponente braucht schon mal so 1-2 Sekunden, bis die fertig ist. Ich guck mal. Macht es nicht vielleicht Sinn, wenn wir uns auch bald mal ein kleines Abbauschiff hier drinnen bauen? Das wäre dann nämlich das nächste Ding. Hier sollte nämlich quasi der eine kleine Hangar schon sein. So, hier sieht man es gerade. Hatte ich so im Kopf.
Genau, Montageanlage 1 quasi nimmt sich die Eisen da und rasselt hier die ganze Zeit die Metallplatten durch, also die Stahlplatten. Ja, das ist ja durch dieses System, dass das alles miteinander verbunden ist. Ja, das sind ja 2 pro Sekunde oder sowas ähnliches, ne? Das ist echt schnell. Das ist aber recht schnell mit den Stahlplatten. So, und Montageanlage 2, ach ja, die sieht man, da dauert schon was länger. Genau. Anni, und das ist so alles weg noch hier, oder was? Ich versuche gerade quasi das, die andere Ecke jetzt zu machen, dass man dann sieht, bis wohin. Ich lass dich da mal machen. Ja, yeah, du kannst das in der Mitte da schon wegmachen. Das hier in der Mitte ist das hier, oder was? Da, wo ihr die ganze Zeit hier wart. Hier, guck mal, hier, wo ich stehe. Das hier. Oder das da, das Große. Das Große noch weg, alles klar. Das, also das auch. Alles. Alles weg. Einfach alles. Der hohlste Asteroid, den wir finden konnten. Ey, guck mal, das ist hier echt... Warum hast du einfach noch... Ja, geht nicht, ne? Hättest du oben eins höher bleiben müssen. Dass wir jetzt wieder in die Erde hier reinbauen, ne? Das ist... Ja. Was? Ja, wenn wir ja quasi das ganze eins höher gemacht hätten, hätten wir ja gar nicht bohren müssen. Meteorschauer? Nein. Nein. Das muss so, ne? Ja. War von vornherein so geplant. Der Meteorit ist genauso gespawnt, dass wir hier das wegmachen müssen. Ja. Okay. Weiß ich Bescheid, Meteorschauer übrigens. Vorne entsteht übrigens beim Eingang schon eine Wuthöhle. Wie beim Al. Ah, baut euch da nicht so viel rein, wir müssen doch. Muss geheim bleiben, Harry. Was ist mit Wuthöhle? Ja, die muss. Mal. Die muss geheim bleiben. Wo ist eine Wuthöhle? Ich habe mich schon gewundert, wo Puma ist, weil ich den schon nicht mehr gehört habe. Ja, ich meine, ich will mich ja nicht beschweren, dass ich Puma mal nicht höre, aber. Ach, lol. Ja, der baut hier seinen Kram. Der macht so seine Sachen, ne? Der baut sich hier so ein... Der ist unser Lone Raider. Ey, das könnte man nachher voll gut machen, dass hier Fenster sind und dass hier quasi so eine Pforte quasi ist, dass man hier Passierschein ziehen muss. Passierschein A38. Ja. Ja. Im All. Jemand noch was sagt. Ja. Im motherfucking All. Ja, das Passierschein, um durch den Asteroiden durchfliegen. Man könnte auch außen rumfliegen, aber man muss auch durchfliegen können. Ja, aber hier drin sind quasi die Carefree Shops. Hier drin, ja, gibt's Kaffee umsonst. Nee, wie nennt sich das nochmal? Duty Free. Was du suchst, ist Duty Free. War das nicht die Binde? Ja, vielleicht. Da kenne ich mich nicht so mit aus. War also ein ganz klassischer Freudscher Versprecher, würde ich sagen. Das war Wayne Lake, war das. Ganz klassisch. Ja, wenn ich hier schon Stammbilder habe. Stammbild! Mach mein Hirn gleich mal mit. Ja. So, dann gucken wir mal jetzt hier. Der Brain Lake. Ist schon ziemlich weit hier. Das sieht ziemlich hügelig aus jetzt. Meine Wuthülle nimmt Form. Wir sollen jetzt aber bei die ganze Zeit Eisen, ne? Wie ist das da? Ja, ist alles Eisen. Mhm, okay. Macht sogar was Sinnvolles. Jo. Ein noch. Ach nee, Quatsch, ich kann nicht die Decke nicht. So, das ist ziemlich. Also der Rand sieht schon mal ganz gut aus, finde ich jetzt so. Random. Gucken wir mal, haben wir hier Blöcke? Da. Ich komm schon! Oh, ja, genau, das wollte ich gerade machen. Ich habe eh keine Platten dabei. Lasst mich meine Arbeit tun! Tu deine Arbeit schneller oder ich schieße. Du hast doch auch keine Patronen, weil du doch bestimmt auch schon gegen die Wand geklatscht bist. Hab ich. Oder? Oder? Ich glaube, wir haben aber noch welche im Cargo-Container, ne? Die hole ich mir schnell. Naja, damit ich ein bisschen mehr Druck ausüben kann auf meine Arbeiter. Wir haben übrigens Magnesium hier, das heißt, wir können auch neue Munition herstellen. Ah. Guck mal, ich hab bis hier hinten hatte ich gegraben. Bis wo? Wo bist du? Du bist, glaube ich, an mir vorbei. Ja, bis ungefähr zur Kante von der anderen Plattform da drüber. Und halt noch einen rechts daneben. Bis hier quasi? Ja, bis hier, wo ich jetzt... Ja, genau, bis dahin. Da hatte ich angesetzt. Da muss das hier noch was tiefer. Sonst kommen wir hier nicht zur Bottle. Was du nicht sagst. Mhm. Ich sag nur. Ja, schön. Ja. Schön. Klar, hier noch was weg. Wintermenta, was machst du denn gerade? Ich hab mich gerade geheilt und hol mir gerade neue Stahlplatten, um den Kram bei euch da unten zu verschweißen. Yay! Hast du Soja, ne? Super! Also da, wo keine Stahlplatten sind, da, hier, Dinger, konnte ich halt quasi noch nichts ransetzen. Also ich guck hier gerade erstmal.
Oh, jetzt vielleicht? Oder? So nach dem ersten. Den konnte ich noch nicht. Rum, uns auf jeden Fall Kobalt. Hier kann ich auch nicht. Da konnte ich wieder. Wir haben kein Kobalt okay. Hier, wir haben kein Latin. Ah, du bist gerade nicht da. Genau. Silizium ist auch nicht da. Also wir haben auf jeden Fall, dass wir für ein paar Sachen okay. Eine Rasse, die ansteuern müssen. Exploren. Für Gold haben wir recht ein paar Vorkommen. Eis ist auch genug da. Eisen auch erstmal. Mhm. Ja, schon mal das Wichtigste. Für die Ankel ist auch ein bisschen was da. Ein bisschen Magnesium haben wir noch gehabt. Vielleicht sollten wir da mal für die nächste Folge gucken, dass wir ein kleines Schiff vorbereiten, dass ein, zwei von uns sich auf Exploration zum Abbau machen können. Ah, das Schiff bauen wir zusammen, aber ich würde dann sagen, dass es dann losgeht. Ja. Mhm. Hier, guck mal. Oh, das ist so cool auf diesen Ebenen. Das sieht echt gut aus. Achso. Warte, ich guck mal. Ich guck auch mal. Und dann Tab drücken und, Naja, ich hab Außenansicht. Lol, dann wird er jetzt mit dem Licht die ganze Zeit, wenn er schweißt, das sieht auch so cool aus. Ja, mach mal dein Licht aus. Meins? Ja. Ja gut, Winter, mach auch mal bitte aus. Und schweiß mal. Ich hab keine Platten mehr. Oh. Entschuldigung, dass ich eure Träume nicht erfüllen kann. Ich mach gleich weiter. Okay. Ich muss nochmal neue Platten holen. 20 Minuten und du schaffst es immer wieder, uns zu enttäuschen. Das sieht schon echt geil aus. Guck mal, hinten das Oval quasi, das Loch klar. Mit den Sternen im Hintergrund. Soll ich jetzt nochmal im Dunkeln für dich schweißen, auch wenn der Arbeitsschutzbeauftragte da sicherlich Probleme mit hat? Ey, du trägst doch einen Helm. Ja, genau. Ja, als ob. Wie cool das warte, ich flieg da nochmal ran. Boah, nicht zu schnell. Geil. Ah, cool. Machen wir dein Licht wieder an. Bitte an. Ja, ich. Awesome! Richtig gut. Das sieht schon richtig cool aus, auf jeden Fall. Und Puma, was machst du da hinten? Du machst doch schon wieder Sachen. Ah, ne. Oh, immer Sachen. So, die wollte ich gerade sagen. Erstmal hier den Gebäudeskack seine Statik überprüfen. Du willst gar nicht sehen, was ich mache. Das Teil hier überhaupt hält, was ihr baut? Das hält. So viel Stahlplatten habe ich auch nicht mehr, aber ich fange schon mal an hier hinten. Also wir haben über 20.000 irgendwie in der Produktionsschleife. Ja, die werden so nach und nach gefertigt. Ich weiß nicht. Aber da sind schon mittlerweile 7.500 durch und wir haben immer noch keine. Oh. Legt euch das mal rein, was wir hier jetzt tatsächlich schon verbraten. An Sachen, das ist einfach irre. Ja, das ist aber auch... Ah, mal, 25 pro Block, das geht recht schnell, dass man die Dinger verbrät. Mhm. Genau, und ihr dürft ja nicht vergessen, was wir mittlerweile wirklich schon an Fläche gebaut haben. Ich meine, da oben ist schon eine kleine, keine Ahnung, was du da bauen wolltest, Garage oder so? Oder Pausenraum? Da möchte ich bitte das Medical Center drin haben. Da soll das Medical Center rein. Warum hat das eigentlich einen Seitenausgang? Soll das mal ein Fenster werden, oder was ist dein Plan? Nee, das soll noch weitergehen da hinten. Ach so. Fenster an den Fels. Dass wir das Medical Center kommen, natürlich dann rein, sobald wir ein paar mehr Materialien haben, dass wir auch ordentlich die Leitungen hier bauen können. Genau. Ja. Da brauchen wir auf jeden Fall ein paar Komponenten und solche dann diese Zwischenkomponenten wie Motoren braucht man dafür herzustellen. Motoren, interne Panzerung und Herstellungskomponenten. Stahlplatten brauchen die auch, Herstellungskomponenten, genau. Stimmt. Ich glaube, Anzeigen brauchten die auch noch. Nein, auch brauchen die nicht. Auf jeden Fall mal kleine Stahlrohre. Ah, siehst du, genau. Ja. Anzeigen, weiß ich nicht, ob die Förderbänder, wenn wir die Kreuzungen bauen, ob die brauchen. Na, geschafft. Was denn? Was hast du geschafft? Mit dem Drehen. Ich drehe in die falsche Richtung. Ah, das ist immer schwierig, ja. Moment, was drehst denn du? Das heißt, du setzt Blöcke. Ja. Was machst du? Dinge. Das Kind nehme ich. Dinge machen ist meine Aufgabe. Das Kind nehme ich vom Bau, Leute. Warte mal, ich kann da, glaube ich, mal eine Rampe ransetzen. Das sieht noch cooler aus, oder? Also, ja, soll es ja auch noch, aber die kosten jetzt sehr viel. Ich guck das mal, wie das aussieht. Was ist denn bei mir? Nee, das geht nicht. Das ist eine andere Farbe oder so. Oh, achso, ich kann nicht zu Ende schweißen. Ich brauche eine Verherrschung. Das sieht scheiße aus. Okay, alles klar. Dann mache ich da wieder einen Block hin. Beziehungsweise wären dann Treppen, beziehungsweise ist die Frage, ob wir hier nicht vielleicht sogar tatsächlich sagen, okay, wir könnten hier wirklich mal... Dinge ransetzen, so wirklich mal ein Gefährt bauen. Ich meine, man kann hier trotzdem ja auch mit Schwerkraft und künstlicher Masse kann man hier tatsächlich auch Gefährte bauen, rollbare, fahrbare. Ja gut, das ist halt die Frage, wie weit uns das bringt außerhalb des Asteroiden, ne? Eigentlich nichts, aber es ist toll. Ja, wir können ein Rennen veranstalten. Wir wollen das wie so Flitzer. Yay!
und sagen dann einmal hier im Kreis fahren an der Decke lang. Ja, irgendwann, ne? Geile Nummer. Man darf ja Träume haben, oder? Wir müssen bauen uns die eigene Arena. Man muss Träume haben. So, ich muss erstmal jetzt hier Energie sammeln wieder. Ich bin nämlich leer. Also nicht leer, aber ich hab Aua. Aua. Brauchst du ein Pflaster? Ja. Mit Blümchen. Warum tust du das? Geh weg! So, guck mal! Einfach, weil ich's kann. Hallo! Weg! Hallo! Du machst hier echt so einen Raum, ne? Ja, Stammbild! Aber schönes Stammbild, wunderschön. Da schwebt noch so ein Ding. Warte, das hab ich mal gerade ein. Zack. Ja. Andi, du musst mir mal folgen. Ja, ich will auch gucken. Moment. So. Ach, jetzt hat er Aua. Er ist irgendwann gegen mich geflogen. Das hat weh, jetzt muss ich erst mal heilen. So, los geht's. So, das kommt jetzt da rein. Ich hab hier so einen dicken Zytern im Weg. Follow me. Follow me. Follow me, everything's alright. Was ist das denn? Ein Loch. Telefonzelle. Die Igel wohnt jetzt hier. Nice. Ich bin. Kennt ihr diese, wie heißt die Viecher? Diese komischen Aale, genau, Aale. Du hängst in einem Loch und kommst immer so raus mit dem Kopf so. Das sind Moränen. Ja, okay, Moränen. Aber die sehen so ähnlich aus wie Aale. Oh, das sind Moränen, der feine Herr. Oh ja. Das ist ein Unterschied. Ja, Aale schmecken total geil, Moräne weiß ich nicht. Aha, okay. Interessant. Oh, Räucheraal total geil. Die kannst du dann wie so ein Maiskolben schnetzeln, allerdings nur von zwei Seiten. Umdrehen. Total geil. Wie von zwei Seiten? Von welchen zwei Seiten? Links und rechts. Entlang der Wirbelsäule quasi. Also wenn du quasi die Dinger räucherst und. Oh, lecker. Quasi Seiten. Bin ja in der Fischfamilie groß geworden. Oder also was? Meine Eltern waren keine Fische. sondern beides Angler. Mutter dann mehrfach irgendwie Goldpokal geholt. Vom Verein aus. Und. Oh, und also Mutter hat. Die hat fünf Aquarien und einen riesen Teich. Und all solche Sachen, das ist total irre. Aha. Ich habe ein Aquarium, das ist aber mittlerweile ganz schön groß geworden. Aber ein Fischmensch. Blob. 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 Na. Möller. Ich komm nicht an die Kacke ran. Und Andi, was hältst du von meiner. Das testen wir doch nicht an. Da, doch, ich komm doch nicht. Was hältst du von meiner Wuthülle? Wunderschön. Wir haben den hier gesetzt, was ist das denn? Ich hänge das fest. Das hab ich doch nicht gemacht. Doch nicht. Hab ich doch niemals gemacht. Wo bist denn du? Wer macht denn sowas hier? Da. Was ist denn das? Wer baut denn sowas? Scheiße, hab ich das doch gebaut? Was ist denn hier zu bemängeln? Gar nichts, alles gut. Hä? Da ist nicht. Warum ist sie da? Ey, schieb mich. Mann! Sehr gut. Ich hab jetzt genug Eisenerz gesammelt. Wir haben fast unendlich Kilometer. Hier Platz und du musst mich wegrammeln. Ja, ich sag ja. Bin halt immer da im Weg. Ja, der Mensch ist halt ein Rudeltier, ne? Ja. Ja, geh mal. Nee, das hat nicht mit Rudeltier zu tun, ne? Aber das ist auch so eine andere Sache. Wenn du jetzt eine große Fläche hast, ne? Und außen drumherum geht ein Weg und das ist mit Bäumen und so schön, ne? Und sagst den Leuten, geh mal auf die andere Seite. 80% gehen an der Seite lang, nur 20% über die Wiese. Warum? Weil der Weg es einfach macht und dir schon eine Variante vorschlägt, wie du gehen kannst. Ja, das auch vielleicht, aber auch wegen Schutz. Auf der Wiese bist du ungeschützt. Oh, und eure tiefen philosophischen Diskussionen. Bildung auf Live-Konzerten. Ja. Das sind zwei gleichzeitig. Ja, ich warte. Herr Kühno, reden Sie mal weiter. Achso, okay. Wenn du da eine riesengroße Fläche hast, beispielsweise AC/DC tritt auf, 60.000 Menschen Platz, dann kann man, wenn man von oben drauf guckt, richtig sehen, dass sich da riesengroße Trauben von Menschen bilden. Weil die halt alle wirklich, warum auch immer, es bleiben immer so ein paar Gassen rein theoretisch und man erkennt wirklich die runde Form eigentlich daran. Dass die wirklich sich so zusammensetzen. Das ist total interessant. Ja, kennt man ja. Es menschliche gibt immer, Psyche halt irgendwo. Es gibt immer so Gassen, ne? Die sich automatisch quasi bilden. Ja, aber halt einfach nur darum, weil du dann auch, du, lass das einfach mal 60 Leute sein, die sich nicht kennen. Mhm. Bleiben aber im Kreis rein, theoretisch. Ja. Total geil zu beobachten. Okay, ich bin fertig.
Ja, was ich mal in den Raum werfen wollte, ist, ob wir nicht uns auch mal dem ersten Fluggefährt zuwenden wollen und mal so ein bisschen Grundstein dafür legen. Weil bisher haben wir jetzt viel Plattform gebaut, aber wir sind ja Space Engineers und nicht Asteroiden Engineers. Naja, aber du kannst im luftleeren Raum ja schlecht was befestigen. Gerade ist eher so Bauunternehmung. Kinderlähmung? Bauunternehmung. Oh. Kinderlähmung. Was ist denn? Ist gerade Kinderlähmung. Was ich immer verstehe. Hör oder was ich will. Da weiß ich auch nicht, was du meinst. Kinderlähmung. Egal. Ich kann mir Folge nehmen wir alle so, ja? Leute, kennt ihr das? Wenn ihr irgendwo reinkrabbelt und nicht mehr rauskommt? Das habe ich gerade. Das nennt sich reversive Geburt. Nein, ich hänge gerade unter der Base zwischen Fels und Blöcken und will dann einen Block noch schweißen. Da kommen wir nicht ran und kommen auch nicht mehr zurück. Du bist einfach zu fett geworden in der kurzen Zeit. Das hatte ich gerade auch das Problem. Ich muss hier, glaube ich, mal ein Stück weg. Wo bist du denn? Ich versuche dich zu retten. Jetzt siehst du meinen Namen da, oder? Keine Ahnung. Ignoriere dich andauernd. Ich bin da nie gekommen. Wie bist du denn da hingekommen, ey? Ich will hier unten die Blöcke noch schweißen. Ey, du musst doch nicht in jedes Loch krauchen, das du findest. Ehrlich nicht. Warte, ich komme hier wieder raus. Warte. Angewohnheit. Schlechte Angewohnheit von ihm. Ich wohne mich einfach frei. Er war in seinem vorherigen Leben Weihnachtsmann. Weihnachtsmann. Wo bist du denn? Du bist ja wirklich unter der... An der letzten, der allerletzten Ecke, ey. Ja, ich hab's gefunden. Hallo. Ich seh... Ach, hi. Da geht's raus. Was ist eigentlich dein Problem? Ehrlich, Zytern. Ja, ich komme. Es funktioniert. Ja. Oh Gott. Stich dir nicht mit dem Bohrer noch das Auge aus oder so. Nee, weil vorher waren hier in der Schrägen noch so Ecken drin, weil unten die Blöcke nicht fertig waren. Ja, ja, und dann haben sie dich plötzlich eingesperrt, haben wir schon verstanden. Ja. Genau. Wie der Apfel mit dem Marmeladenglas. Hauptsache nicht loslassen. Okay, aber ich nehme zur Kenntnis, dass meine Frage nach einem Raumgefährt höflich ignoriert wurde. Ich weiß nicht, wir können ja mal gucken hier. Ich kann ja mal neues kleines Schiff. Jetzt habe ich so ein Füßchen. Was brauche ich dafür? Wo kann ich das sehen? Was wenn du mit dem Schweißgerät rangehst. Und sonst vorher, aber eigentlich glaube ich auch... Nee, gar nicht. Nee, ich brauche hier irgendwas im Vorhinein schon. Das ist meine Startplatte. Landing... Wie heißen die nochmal auf Deutsch, die Füßchen? Landefuß. Fahrwerk. Fahrwerk. Ach ja, Fahrwerk, genau. Ja, aber du klickst auf neues Schiff und dann sagt er dir das. Und wenn du es hinlegen willst, sagt er dir, meh, das und das fehlt. Echt? Bist du sicher? Ja. Ja. Neues kleines Schiff, so. Er sagt, meh, aber nicht, was ich brauche. Construction Component braucht man. Wo sehe ich das? In meiner Anleitung. Okay. Also ich kann es auch sehen auf G, wenn ich da mal Fahrwerk eingebe. Also Construction Component wird gebraucht. So. Also Motor. Sag mal, hast du zufällig Tab gedrückt und siehst dein Hut gerade nicht? Nein. Also wir brauchen ein Motor, eine Stahlplatte, ein Stahlrohr und ein Herstellungskomponent. Das kann ich mir glaube ich nicht merken. Warte, ich drück mal hier K. So, eine Herstellungskomponente. Wie hole ich mir eine und nicht alle auf einmal? Rechtsklick kann man sehen. Alt gedrückt halten und mit rechter Maustaste rüberziehen, dann kannst du eine eingeben. Das geht auch ohne Alt. Echt? Ja. Oh. Rechte Maustaste und damit rüberziehen. Ah, und dann kann ich eins Warum eingeben. Warum sagst du mir das denn erst jetzt? Okay. Wunderschön. Und jetzt brauche ich noch ein Rohr, genau. Ein Rohr. Und Schaltplatten habe ich. Und was noch? Motor. Da haben wir einen Motor? Nee, ne? Doch, haben wir noch. Vier Stück haben wir. Wo denn? Nicht im Container. Letzte Doch, Reihe. Doch, hab ich. Ein Motor, nicht 11. So, das heißt, theoretisch könnte ich jetzt hier so ein Landing Gear bauen. Also so ein Fahrwerk. Na, dann zeig mal. Soll ich es mal machen einfach? Mhm. Wo soll ich denn immer hinbauen? Ja, hier unten. Guck mal, hier ist doch Platz, um auf der Plattform was zu bauen, oder? Ich dachte, hier wäre vielleicht größer, oder? Genau. Ja, da, irgendwo hier auf der freien Pläne, genau. Kleines Schiff passt das. Warte. Ja, ich warte. Hör auf den Ingenieur. Auf wen? Harry. Den Mann, der Ahnung hat. Der uns hier alle am Leben hält. Und was mache ich? Du laberst die ganze Zeit rum und zwingst uns zu arbeiten. Auf diese Plattform in überaus gefährlichen, nicht arbeitsgeschützten Umgebungen. Aha, setz das bitte dort oben. Wein dich woanders aus, oder ich bewirf dich mit dem Ziegel.
Oh, damit wir es quasi aus allen Richtungen bearbeiten können, Harry? Oder was ist die Idee? Das Problem, was man mich hat, wenn man das jetzt bearbeitet und vielleicht noch unten ein bisschen runterbauen möchte, hast du ein Problem. Wenn vorne was, was dran setzt am Bohrern oder so. So, Space Engineers Brüder, jetzt sammelt euch mal an diesem heiligen Schrein des ersten Raumfahrzeuges, das wir hier hochprofessionell aufgebaut haben. Yeah, und ich möchte euch allen gar nicht die Laune verderben, aber unsere Zeit ist für heute schon wieder um. Boah, das fliegt. Und es wäre natürlich die Hölle, wenn wir jetzt hier nur so einen Landefuß als Teaser hätten für die nächste Folge, wo wir aus diesem heiligen Landefuß natürlich ein super krasses Raumschiff bauen werden, mit dem wir die ersten Asteroiden plündern gehen, ne? Das ist vielleicht ein ganz leichter Cliffhanger. Es wirkt nur wie ein Cliffhanger, sowas würden wir niemals tun. Du willst nicht nur einen Fuß haben? Moment. Oh, ein Fuß mit einem Würfel, da kommt der Ingenieur in Harry wieder durch. Krass. Ja. Jetzt hört auf, an dem Zeug rumzuschweißen, sonst haben wir nichts mehr für nächste Folge, wenn ihr das Raumschiff schon wieder fertig baut. Sehr gut. In diesem Sinne. Genau, danke fürs Zuschauen. Tschüss, tschüss. Ja, und natürlich muss der Andi es noch pink machen. Hervorragend. Ja, ist klar. Wunderschön. Wunderschön. Ist es nicht, aber wir leben einfach damit. Also brauchen wir ein pinkes Raumschiff, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Tschüss. Ciao, ciao. Ciao und tschüss.